Modernes Downsizing aus Fernost. Die neue AMX 646 von Access Motor kommt mit einem sparsamen Triebwerk und im völlig neuen Kleid auf den Markt. Auch Offroad macht die neue Taiwanesin eine gute Figur. Das Basismodell AMX 646 tritt auf Stahlfelgen mit 12 Zoll Bereifung von Kenda an, die Lux-Variante sogar auf Alus und 12-zölligen Bighorns von Maxxis. Eine Seilwinde ist bei beiden Modellen serienmäßig und beim kurzen Radstand gibt es sogar eine geschwindigkeitsabhängig geregelte Servolenkung, mit der es beim Überfahren von Spurrinnen keine Kickbacks mehr gibt. In Top-Ausstattung fällt das Mittelklasse-Modell des taiwanesischen Herstellers vor allem durch Angel Eyes und eine sportlich aggressive Optik auf. Die wahren Stärken des ATVs liegen allerdings unter der Zwei-Personen-Sitzbank. Dank elektronischer Einspritzanlage und weniger Hubraum bei erhöhter Leistung entspricht der neue Motor bereits Euro 4. Und mit einer Leistung von 42 PS muss sich die AMX 646 vor keiner Mitbewerberin verstecken. Die Fahrwerte können sich sehen lassen. Ihrer Vorgängerin, der Access AMX 750, nimmt die neue AMX 646 bei der Beschleunigung von 0 auf 70 km/h mehr als 2 Sekunden ab. Als Zweisitzer für den primären Einsatz aus der Straße ausgelegt, bietet Access Motor die AMX 646 als Tourer ohne Servolenkung an. Für den Einsatz im Gelände empfiehlt sich der kurze Radstand, der mit Servolenkung zu haben ist.